Hallo und willkommen zurück, auch an die YouTube-Zuschauer. Willkommen zu unserer nächsten Folge von Scum. Ja, wie angekündigt sind wir auf dem Weg in den Süden, auf die neue Insel. Wir wollen heute die Stadt besichtigen, die erst seit 2 Wochen dort auf der Insel sich befindet. Die ist also erst nach dem Veröffentlichen der neuen Karte erst reingepatcht worden. Das dürften viele noch nicht gesehen haben, von daher hoffe ich, dass es eine interessante Folge für euch wird. Oder Folgen, weil wir wollen natürlich da auch ordentlich shooten gehen. Wir haben leider unsere Rucksäcke verloren. Heute ist Despawn von meinem Auto. Und können froh sein, dass wir zumindest den Pickup noch haben. Glatschdunkel. Ja, es ist, Wetter verhält sich gerade ein bisschen sehr merkwürdig. So, und da ist sie, die erste Brücke. Ja. Das war aber knapp. Da passt wirklich ein Auto nur so gerade so drüber, ne? Ja. Oh, sieht aber schön aus hier. Was steht da? Was steht wo? Was hast du gesehen? Ui, kleine Werkzeugkiste. Oh. Mal, was ich nicht alles sehe. Jut. Also man sieht, man hat also auch einiges an Inseln neu dazu platziert. Was? Apfel. Aber verrottet. Du hältst auch für einen Apfel, oder was? Ja. Ich merk's. Also man hat... Ich fühle mich hier irgendwie unterbrochen. Man hat also einiges auch an Insel hinzugefügt. Aber es ist, man hat jetzt hier wirklich so ein bisschen karibisches Flair. So, an der nächsten Kreuzung musst du links. Und dann kommen wir eigentlich... Nee, rechts. Dann kommen wir zur neuen Stadt. Lange Brücke, wenn ich das mal so sagen dürfte. Ja. Das Ding ist einfach so aufgetaucht. Okay. Da hat jemand seinen Quad festgefahren, hab ich so aus dem Augenwinkel gelesen. So, wir sind jetzt gerade zum ersten Mal auf der Insel. Ich bin also wirklich neugierig, wie hier das landschaftlich gelöst ist. Bis jetzt sieht es so aus wie der restliche Süden. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch kein Stück anders aus. Oh, was ist das denn hier? Ah, das ist Tankstelle. Oh, oh. Rechts, links? Links. Kein Bomber? Doch, da ist doch, er. Doch, Bomber. Du bist gerade losgefahren, also in Tozer anfing zu laufen. Ich hoffe, ich bin mit links richtig. Ich bin mir nicht sicher. Eins davon ist die Fabrik, ein Punkt, und der andere Punkt ist die neue Stadt. Wir haben zwar beides. Ja, wir haben ja beides noch nicht gesehen, aber in der Fabrik zu looten macht keinen Sinn, wenn wir noch keine Rucksäcke haben. Meine Worte. Absolut. Wohin? Geradeaus. Das heißt was? Gerade. Das ist geradeaus, Schatz. Warte, mal. Ich glaube, das ist die Fabrik hier. Ja, das ist die Fabrik. Musst wenden, dann ist der andere Punkt die Stadt. Ist gut, dass ich nicht über die Brücke drüber muss.
Ich bin kein Freund von Brücken, seitdem ich durch die Karte geflogen bin. Mit dem Keks. Ja. Wir haben ja schon mal unsere Autos verloren durch einen Despawn, fällt mir da gerade ein. Echt? Ja, hatten wir schon mal verloren. Das ist das zweite Mal passiert. Ja, das waren aber Quads. Das waren aber nur Quads. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das waren nur Quads. Wieder Brücke. Mit den Dinger fahre ich jetzt immer langsam. Eisenbahnbrücke ist das. Ruckel. Ja, es ruckelt ordentlich. Also die Stadt hier auf der Insel soll laut, was ich so in den Foren schon gelesen habe, von internationalen Spielern, sage ich mal. Deutsche Spieler habe ich noch nicht gesehen, dass sie in der neuen Stadt waren, aber gut, ich suche da jetzt orientativ nach. Auf jeden Fall, die sagten allgemein, dass die Stadt wohl hier noch schlimmer ruckeln soll, obwohl sie kleiner ist wie die Stadt drüben. Oh Gott, dann fahr ich mal lieber langsamer. Von daher, aber wie gesagt, sie wollten nochmal jetzt mit dem Patch das ein wenig gefixt haben. Ja, das ist die neue Stadt. Wohin? Ich fahr geradeaus, fahr direkt so zum Hafen runter. Doch, ich weiß, was du meinst. Ziemlich ruckel. Warum bleibst du stehen? Ja, wollen wir hier nicht schon looten? Nee, fahr noch was weiter. Bei schlimmer ruckelst du definitiv nicht. Ah, hier kannst du noch stoppen. Was war das? Weiß ich nicht. Ja, gerade kam so ein komischer Effekt. Dann würde ich sagen, dann gehen wir erstmal direkt runter zum Meer, ne? Fangen wir da mit Looten an. Wie leer. Also nicht, dass ich das schlecht finden würde. Ich jetzt gerade auch nicht, muss ich sagen. Aber das ist ja etwas, was wir ja schon auf der ganz neuen Insel festgestellt haben, dass sie merkwürdig zombie-leer ist, ne? Boot! Was? Boot! Yacht! Fischerboot! Ja, ich komme jetzt. Nennst du, willst. Birne. Wir hatten eine Birne an Essen. Schwimmt und macht plupp plupp. Hast du die Autos schon gelootet? Boot! Also Metall und so brauchst du nicht mitzunehmen, ja? Also wir nehmen wirklich nur lebensnotwendige Sachen. Aber nicht zum drauf gehen, weil das ist ein bisschen weit weg. Ja, musst du jetzt auch nicht riskieren. Genau, ich habe keinen Bock ins Wasser zu fliegen. Danke, Schatz. Aber da hinten ist noch ein Boot. So wie ich das sehe. Oh. Okay. Oder? Na, ist glaube ich ein Wrack. Nee, ist ein Wrack. Ja, ein U-Boot-Wrack halt, dachte ich. Nee, ist ein normales Schiff. Ruckel. Schatz, das läuft überall raus, nur nicht da, wo die Öffnung ist. Was? Was genau? Warte.
habe den Deckel nochmal richtig drauf gemacht und es war gar nicht auf. Was hat's dem gemacht? Sie hat gar nichts gemacht, ich habe was gemacht. Ne, brauchst du nicht für meine Dummheit zu entschuldigen, Schatz. Ja, deswegen habe ich auch. Nicht ins Wasser fallen. Dann wäre ich fast ins Wasser gefallen. Deswegen habe ich euch auch gefragt, was hast du gemacht? Und was hast du gemacht? Ich habe den Deckel auf der falschen Seite aufgemacht. Also nicht auf der Trinkenseite. Ja, ist doch jetzt egal, Herr Lehrer. Es war doof. Es reicht, dass es doof war. Man muss das nicht unbedingt erklärt bekommen, wie doof jemand ist. Kommt ganz drauf an. Nee, muss man wirklich nicht. Also wenn wir jetzt einen Ersatzkanister finden würden, könnten wir hier auch tanken. Wo man die Bescheinigung an, ja, wo hast du die hingelegt? Ich habe... Nee, ich habe ja noch gar nichts abgegeben. Ich wollte die heute Morgen einstecken, hab's anscheinend nicht getan. Was für Bescheinigung? Weiß ich nicht. Für die... Nein, nicht. Für Corona. Wozu brauchst du die? Damit ich mich nicht morgen wieder testen muss. Hast keine Lust? Ich halte es eigentlich für unnotwendig. Ich meine, wir lassen uns doch so oder so nächsten Monat impfen. Wir dürfen noch erst ab Dezember. Nee. Dürfen ab Mitte August. Nee, ich lass mich nicht in den Sommerferien impfen. Das könnt ihr vergessen. Ja, sicher, wenn Schule ist, damit du Schule versäumst, ne? Nein, damit ich überhaupt das machen kann, was ich geplant habe und tanzen gehen kann. Ich habe ein Bier gefunden, super. Ja, ja, ich steck's mir in der Tasche oder aber gib's mir mal, dass sie es in die Tasche steckt. Danke. Was ist das denn? Meersalz. Natürlich ist es ab Infektionsdatum an, ja. Das ist doch, die Frage muss man sich doch nicht wirklich stellen, oder? Ja, aber unsere Bescheinigung gilt ja bis Dezember. Nee, gilt sie nicht. Die gilt 6 Monate von dem Zeitpunkt, wo die Infektion war, Anja. Lea. Steht da drauf, wann die Infektion war oder wann sie aufgestellt wurde? Nee, wann die Infektion war, steht drauf. Im Februar. Oh Gott. Okay. Oh, bei mir läuft das flüssig. Nee. Gerade ist das wieder so ein richtiger Slowdown. Hey, ich kann hier auf Dixi-Klo gehen. Nein, ich passe nicht rein. Die Autos hast du schon gelootet? Ja. Und ich habe gerade ein bisschen Angst um mein Leben. Wieso? Weil ich hier richtigen Slowdown habe und nicht und gerade am Wasser rumspaziert bin. Jetzt stellst du dich aber an. Ich wäre eben schon fast reingeflogen. Aha, Marktstände. Ein Pfirsich.
vermute mal, das sollen Ferienwohnungen hier darstellen oder sowas. Nee, das ist wirklich eine komplette Kneipe, dieses Gebäude. Von oben bis unten. Aber eine schöne Aussicht hat man hier oben. Wo bist du? Am Haus. Lass uns mal nicht so weit auseinanderlaufen, nicht, dass dann irgendwelche Bomber kommen. Und einen einzigen. Ja, dann werden wir wenigstens. Ja, eben! Da werden wir wenigstens nicht beide getroffen. Okay. So. Kneipe habe ich durchsucht. Schnorchel! Schnorchel! Oh! Sehr Babu. Meine aus. Ja, bis jetzt noch nichts Nennenswertes gefunden. Doch, Namnam. Noch Namnam noch nicht gefunden. Hm, Aspirin. Ich weiß, davon könntest du leben, aber. Was? Aspirin? Mhm. Ich? Nö. Nicht? Kopfschmerztabletten. Obwohl, ja, stimmt. Im Moment habe ich echt Kopfschmerzen. Tja. Papa? Ja? Hast du eine Hüfttasche? Ja. Ah, ich habe Zucker gefunden. Kleine oder große? Die normale Vierer. Wie viel Prozent? 100. Okay, dann ist sie uninteressant für dich. Ich habe immerhin Zucker gefunden, ey. Ah, oh, sehr gut. Repair. Oh, bis auf 8 runter für mein Katana.
Oh. Upsi. War es wohl dringend nötig? Ja, ich hatte ungefähr 53 oder so. Ah, 22er Munition gefunden. So, ich habe mir die Autos an der Straße gelootet. Ich nehme mal an, dass du auch nichts Vernünftiges findest, wo du so still bist. Oh, es geht. Rote Beete. Ah, Dosenfleisch. Das ist doch mal was Vernünftiges. Gitarre gefunden. Extra für dich. Ui. Bist begeistert, ne? Yep. Das dachte ich mir.
Wieso kann ich das nicht herstellen? Was willst du denn herstellen? Lumpenbündel. Dann halt. Du bist hier. Ah, du hast immer einen kleinen Rucksack gefunden. Nö, den schleppe ich die ganze Zeit mit mir rum. Ach so. Als Ersatz. Ich hab mich schon gefreut. Nö. Zu früh gefreut. Da war doch noch was. Da war noch Metall. Also außer Metall scheint es hier nichts zu geben, ey. Und Bier. Und Bier. Na, hier hinten ist ein Parkplatz. Ganz am Ende der Karte. Da bin ich jetzt. Aha, 9 mm Patronen gefunden.